Hallihallo, Hallöle. Ja, einen wunderschönen Nachmittag gewünscht hier mal wieder B-Germany und Co. AG bzw. Bimbambina. Mein Name ist Bina und wir gehen in den Planet Zoo, denn das Tutorial ist ja noch nicht. Genau, ist ja noch nicht fertig. So, wir gehen direkt rein, ohne irgendwie großes Gejammer. Wenn es denn geht und nicht schon wieder hängt. Ja, das ist ganz schön hell hier. So, wo sind wir denn? Tutorial Zoo, genau. Ihr erinnert euch, wir haben dort Vivarien aufgebaut. Es ging um, so das eine oder andere. Ich zeige euch das gleich alles. Aber ihr kriegt jetzt erstmal mein Intro auf die Ohren, solange das lädt. Und es lädt immer noch. Ich kürze das mal ab. So, ihr Lieben, man sollte auch das Pause wegmachen. Da sind wir in dem Zoo. So sieht er aus bis jetzt, der Tutorial Zoo. Genau, und in der ersten Folge hieß es ja, wie gehen wir nicht pleite? So, was haben wir gemacht? Wir haben einen Kredit aufgenommen mit 50.000, der läuft auch noch. So, ein bisschen geforscht. Ich habe noch einen zweiten Tierarzt dazu eingestellt und einen zweiten, Techniker. Wir haben hier die Automaten, die Fressbuden quasi hingestellt. Wir haben Vivarien und zwar 4 Stück. Dann haben wir diese Bildungsdinger, ganz wichtig, ganz viele Spendenbüchsen. Hier habe ich noch einen Infostand und einen Ballonverkauf hingestellt. Das ist auch nochmal für die Bildung hier sehr gut. Toilette haben wir alle schlicht gehalten. Und wir haben hier die Ameisen, die auch gerade schon ein Baby bekommen haben. Jetzt gerade vor ein paar Sekunden. Und ja, ich habe es ziemlich schlicht gehalten, habe also gar nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht. Außer hier natürlich diese Infotafeln hingestellt und überall auch Spendenbüchsen. So, und dann habe ich hier ein bisschen Licht verteilt. In grün. So, das war's. Hier sind die Ameisenbären. Ach, die sind so. Guck mal, wie süß. Guck mal, wie er da sitzt. Wie sie da sitzt. Annie habe ich sie genannt. Oh, Martina, die Mami, die schläft. Und wo ist Papi? Papi Carlos. Sehr hübsch, oder? Das ist ja schon so eine Art Faultier, wenn man das anders wegdenkt. So ein bisschen, ne? Ich finde, die sind sehr edel. Sehr, sehr edel. Ja, so weit, so gut. So waren wir und haben immer noch nicht mehr Geld. Aber wir müssen halt gucken, dass wir nicht allzu viel machen. So, den Eintritt haben wir auf 5 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder gemacht. Und wir haben, ich habe den Geldautomaten auf 50 Cent hochgepusht. Genauso wie die Toiletten auch auf 50 Cent hochgepusht. So. Ne, wir müssen ja irgendwo ein bisschen Geld reinkriegen und demnach tun wir alles dafür. Und natürlich muss die Bildung ziemlich weit oben sein. Gastbildungswert, seht ihr, wir haben den schon fast ganz voll. Und das nur mit so ein paar Dingern hier. Quasi Infostand, denn hier die beiden Dinger. Diese Teile, wo die Kinder wahnsinnig gerne dran gehen, was ihr hier seht. Die spielen da dran. Und ja, natürlich hier die Infotafeln und den Lautsprecher, ganz wichtig. Ja, also die Bildung ist da. Jetzt ist der Plan, ein weiteres Gehege zu bauen. Und zwar hätte ich das gerne hier dran, weil die ja sowieso hier lang laufen, die Leute. Demnach müssen wir mal gucken, was wir da einziehen lassen gleich. Oh, Ameisenbären haben wir fertig geforscht. Schön, haben wir noch was? Nein. Können wir mal gucken. Ich glaube, da gibt es gar nichts mehr. Wir haben auch, ich habe auch das Futter schon auf Stufe 3 jetzt. Können wir schon mal hochstufen.
Und ja, es läuft. Sehr schön. Seht ihr, wir sind schon bei 17.000, also es läuft ganz automatisch, ohne dass wir irgendwie schnell Vorlauf machen oder so. Jetzt machen wir hier nochmal ein Gehege. Wir müssen erstmal gucken, was wir da überhaupt reinsetzen. Ne? Also, das ist auf jeden Fall die Basis, um nicht pleite zu gehen. Und ihr müsst immer darauf achten, ihr braucht schon ein bisschen Geld. Baut nicht sofort los. Ihr müsst immer warten, bis es ein bisschen gefüllt ist. So bei 10.000, 15.000 könnt ihr anfangen, so ein kleines Gehege zu bauen. Ist ja ganz schlicht gehalten, ist nicht viel drin. Kostet nicht viel. Ja, da könnt ihr wirklich eine ganze Menge von machen. So, jetzt habe ich vorher noch ein Schildkrötengehege zu machen. Ich weiß nicht, ob wir das hier links machen oder ob wir das hier rechts mit dran setzen. Und ich glaube, wir setzen es hier mit dran. Weil die sind ja auch vorm Aussterben bedroht, ziemlich beliebt und machen viele Babys. Jetzt die Frage, wie groß wir das Gehege machen, ne? Könnten wir bis zur Hälfte? Warte mal. Da brauchen wir ja gar nicht so hoch bei den Schildkröten. Ich mache das alles so ein bisschen kastenmäßig hier gerade so, weil ich keine Lust habe, irgendwie rumzuhantieren, sag ich ganz ehrlich. Aber es macht ja nichts. Es ist ja nur zum Tutorial-Zweck. Und wir zeigen euch natürlich, ich sag schon wieder wir, ne? Ich zeige euch natürlich noch ein paar Tricks mehr. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, was ihr genau wissen wollt. Weil ich habe das ja alles schon mal... Ja, Schatzi, ist gut. Wir haben das alles schon mal gemacht, diese ganzen Tutorials. Was ist das denn? Wie schief ist das? So. Wir wollen nicht, dass die gestresst sind, deshalb machen wir hier die Verspiegelung rein. Aber von außen muss man noch gucken können. So. Also, das kann man von außen gucken, aber von innen nicht. Oh, hier nochmal. So. Soweit, so gut. Man könnte natürlich auch selber Barrieren machen, aber für den Anfang reicht es, wenn ihr das einfach so macht. Ihr könnt hinterher, könnt ihr so viel noch bauen und überhaupt, aber es ist ja für den Anfang. So. Barrieren bauen ist ganz einfach. Wie gesagt, auch die müsst ihr alle erforschen. Deshalb habe ich jetzt hier die schlichten genommen. Ich glaube, die sind auch von Anfang an da. Hier könnt ihr einstellen. Rechts Höhenmodus. Könnt ihr das sehen? Ihr könnt das nicht sehen, ne? Aber ich mach mal das hier so weg. So. So, dann könnt ihr hier sehen den Höhenmodus, ja, Wellenform, Pfostenlänge. Es erklärt sich eigentlich alles von selbst. Ja, oben, unten, ob ihr unterirdisch oder überirdisch bauen wollt. Winkelausrüstung, das heißt, dass ihr halt nur gerade Winkel machen könnt. Die Länge könnt ihr hier einstellen. Die Höhenausrichtung, weiß ich nicht, was das ist, ehrlich gesagt, baue ich nie mit. Höhenmarkierungen, relativ zum Meeresspiegel und sowas, das erklärt sich alles von selbst. Ihr könnt die Farbe ändern hier. Ja. Oder halt die Einwegspiegelseite, wie ich das gerade gemacht habe, könnt ihr auch die Seite ändern und ja, Gehegeumriss, Barriere oben gewölbt. Ist eigentlich wirklich alles selbsterklärend. Brauche ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Hauptsache ist, ihr erforscht es. Dann habt ihr hier das Gästetor. Das ist halt für begehbare Gehege. Wir könnten das auch, glaube ich, begehbar machen. Nee, will ich aber nicht. Die armen Schildis, oder? Sollen wir das begehbar machen? Nee, gefällt mir nicht. Auf jeden Fall könnt ihr hier ein Gästetor setzen. Dann haben wir hier diese Tore. Die sind zum Beispiel, wenn ihr mit einer Bahn da durchfahren wollt. Ist ein bisschen kompliziert, die zu setzen, sage ich ganz ehrlich. Ja,
Die Hecke, die nutze ich eigentlich nie, weil Widerstand 1 können die leicht ausbrechen, die Viecher. So, jetzt regnet's. Und ich glaube, bevor wir irgendwas, ja, wir können noch ein paar Vegetation reinsetzen. Und einen kleinen See oder irgendwas. Reicht das? Oh, guck mal, hier eine Pfütze können wir machen. Eine kleine Pfütze und es hängt schon wieder. Wie süß. Aber es reicht ja für die Schildis. Machen halt so ein bisschen leicht, leicht hügelig so. Die müssen ja auch ein bisschen was zu tun haben. So. Das reicht aber auch. Ein bisschen Sand hier vielleicht. Fels. Erde. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir die irgendwo bekommen. Und zwar waren das die Aldabra, oder wie die heißen, ne? Genau, Aldabra, Riesenschildkröten. Oh, scheißen Dreck. Nur Männchen. Und die Galapagos. Ja, Galapagos können wir... Boah, diesen können wir nicht kriegen. Ja, da fehlen uns natürlich Aderhaltungspunkte hier, ne? 2500 für ein Mädel. Ihn habe ich gekauft. Das Mädel müssen wir noch haben. Ich schau mal eben. Wir schummeln mal ein bisschen. Normalerweise müsste er ja länger warten, aber ich habe ja hier noch so ein paar Sachen, die man. Ein paar Tierchen, die man verkaufen könnte. Schwarzer Karakal kann man ruhig ein bisschen teurer verkaufen. Wir brauchen die Punkte. Ja, westlicher Flachlandgorilla, ne? Weiß ich nicht, ob ich den verkaufen will, weil die sind nämlich sehr teuer und der ist noch sehr jung. Da könnte ich locker 10.000 für nehmen. Muss einfach mal gucken. Jaguar. Komm, lassen wir frei. So, wo sind unsere Punkte? Ach, guck mal hier. Ah, die will ich hier nicht. Wo sind unsere Punkte? Wir haben die doch freigelassen hier. Gorillas sind sehr teuer. Ich kann ihn nicht einfach so freilassen. Das geht leider nicht. Aber wo sind unsere Punkte? Wieso haben wir keine Punkte gekriegt? Das geht nicht. Das geht nicht. Großer Panda, natürlich lasse ich die auch nicht einfach so frei. Na, wir haben so viele Jaguare, ne? Wir haben schon wieder keine Punkte gekriegt, also... Das ist nicht okay. Ich speichere das Ganze mal ab und werde das Spiel mal neu starten und gucken, ob unsere Punkte denn gleich da sind. Weil so geht das ja nicht. Bis gleich. So, hallihallo Lüle, da sind wir wieder. Habt ihr gar nicht gemerkt, dass ich weg war, ne? Ich weiß. Ja, und wir haben immer noch keine Punkte. Gibt's doch nicht. Das ist ja Betrug. Ah, der ist noch zu jung. Ich wäre... Was können wir denn mal freilassen hier? Ist auch zu jung, zu jung. Warte mal, wir machen mal Alter. Das Alter. Die Neddy.
Panzernashorn ist schwanger. Den Darmhirsch lassen wir mal frei. 22 Punkte. Wir haben 1433 Punkte. Ist nicht da. Wir kriegen keine Punkte. Doch jetzt. Jetzt haben wir sie gekriegt. Gut. Versuchen wir das Ganze nochmal. Ich gebe mal Jaguar ein. So, wir haben nämlich ziemlich viele Jaguare. Jetzt kriegen wir Punkte. Goodie, 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 goodie. Und dann ist unsere Schildkröte gleich weg. Ich sehe da schon kommen. Ja, ihr Lieben, das ist eigentlich falsch, was ich hier mache. Ihr müsstet eigentlich damit handeln, damit der Handel nicht ausstirbt. Mache ich normalerweise auch. Weil die sind einfach wirklich wertvoll, die schwarzen Jaguare. Die sind nicht ganz einfach zu züchten, aber auch nicht ganz schwer. Ist das nicht so? Die gibt ja gar nichts. Die gibt ja gar nichts. Darmhirschchens. Wieso ist der noch da? Den haben wir doch verkauft gerade. Oder nicht? Niala. Gut, komm, freilassen. Hä, da stand doch gerade 43, oder nicht? Gut, wir brauchen noch mehr. Das ist immer so eine Sache, ne? Was kann man freigeben und was nicht? Aber eigentlich sollte man wirklich damit handeln und das mache ich, wie gesagt, normalerweise auch. Das ist einfach nur jetzt, weil es schnell gehen muss und... auch noch mal loswerden. Boah. Ist das anstrengend. Der wird gehandelt. Ah, komm, den will ich immer nicht. Das sind so Tiere, die sich schnell vermehren. So, hallo. Komm, Punkte. Mal geht's nicht, gell? Ist ein schönes Tutorial, ne? Ich hänge hier fest mit den Sagen. 22:17. Wir haben schon 23.000. Hallo, wo sind die Punkte schon wieder? Toll! Die ist gleich weg! Kann man die irgendwie auf Reserve setzen? Hallo? Leute. Ich will diese Schildkröte jetzt haben hier. Oder diese. Ist mir egal. Nein, aber wir kriegen keine Punkte mehr. Was ist denn das? Die guten Löwen. Es tut so weh, auch die großen Tiere einfach so wegzugeben. Gepaart ist noch ein Jungtier. Hä? Die stehen auf der Warteliste oder wie? Oder aus dem Handelszentrum drin? Ich weiß es nicht. Leute, ich bin total überfordert gerade.
Nachher habe ich keinen. Da, da ist noch einer. Jetzt haben wir die Punkte bekommen, aber das war zu wenig wieder, ne? Ey, der ist bestimmt gleich weg. Ich sehe schon kommen. Süß, ne? Habt ihr das Kind gehört? Ey, ja. Oh, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ein ganz kleines Stück noch. Ach, Leute. Gib ihn. Indischer Elefant gebe ich nicht gerne weg, weil die sind schwer zu bekommen. Auf jeden Fall war das mal so. Und die kann ich unmöglich. Sie ist immer noch schwanger. Schwarze Katzen kann ich auch nicht weggeben. Ach, komm hier. Jetzt reicht's aber. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir wieder die Punkte nicht kriegen bei den Gorillas. Was ist denn das? Dieses Spiel hat wirklich sein Eigenleben, ne? Man kann es wirklich so sagen. Toll, da haben wir nicht mal einen VIP-Gast hier im Zoo, dass man davon wenigstens die Art Haltungspunkte kriegen könnte. Hallo. Ey, das ist doch Beschiss. Da will man was haben und man kriegt die Punkte nicht. Also das finde ich echt, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Tja, Leute, da müssen wir halt. Das ist wieder so ein typischer Vorführeffekt. Galapagos waren das, ne? Hm. Oh, guck hier, die können wir holen. Die ist ja sehr günstig. Ja, die nehmen wir. Ist gekauft und. Ach Gott, Stress. So, ihr beide kommt jetzt mit sofortiger Wirkung hier rein. Natürlich werden wir das alles nochmal in einen Abbots-Bereich machen. So. Fertig bin ich damit. Galapagos. Wie werden die geschrieben? Riesenschildkröten. Ja, genau. Schildkröten. So, scheiß drauf. Und ich muss noch einmal einen Arbeitsbereich für die Vivarien machen. Das habe ich nämlich letztes Mal auch vergessen. Aber jetzt, wo ich gerade dabei bin, fällt es mir wieder ein. Vivarien. Harien. So. Vivarien. Ey, genau. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Tierpfleger. Nehmen wir nochmal zwei Stück dazu. Und Mitarbeiter wollen wir natürlich einfügen. So macht ihr natürlich auch einen Arbeitsbereich. Ihr habt es gesehen, ihr geht auf Arbeitsbereich, neuer Arbeitsbereich. Dann seht ihr hier alles, was ihr habt. Dann könnt ihr hier das Gehege anklicken oder was ihr halt da reinhaben wollt. Strom, Sachen machen wir auch gleich nochmal. Genau, zeige ich euch gleich nochmal. Erstmal muss ich jetzt hier die Tierpfleger. Kommt bei den Galapagos. Dann haben wir hier die Vivarien und ein... Für Arbeitsbereich 3, was ist Arbeitsbereich 3? Das ist Arbeitsbereich 3. Haben wir die gar nicht? Ein Arbeitsbereich? Großer Ameisenbär. Gut, jetzt haben sie einen Arbeitsbereich. Gut. Großer Ameisenbär. Und Techniker müssen wir dann auch mal. Galapagos. Großer Ameisenbär und dann müssen wir natürlich noch einen Techniker mehr einstellen. Nehmen wir auch gleich zwei Stück. Weil, jetzt zeige ich euch das mit dem Arbeitsbereich.
wie man das einstellt. Wir gehen auf Arbeitsbereich, auf neuer Arbeitsbereich. Dann habt ihr hier die Heatmap, wo ihr alles angezeigt haben. Wir wollen den Strom. Dann nehme ich die Shops dazu, obwohl die, glaube ich, gar nicht gemacht werden. Die Toilette. Die ganzen Automaten, die wir hier haben. Alles, was Elektro ist, kommt hier jetzt rein. Die Geldautomaten, die gehen aber auch, glaube ich, nie kaputt. Und dann nennen wir das Ganze Technik und Shops. So, und schon haben wir den Arbeitsbereich erstellt. Was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich einen Mitarbeiter einteilen. Wir gehen hier zum Beispiel bei Technik hin, nehmen, der ist noch nicht so ganz zufrieden, nehmen wir den hier. Und dann seht ihr hier bei keinem Arbeitsbereich, könnt ihr hier dann, seht ihr die Arbeitsbereiche, die ihr schon erstellt habt. Wir haben ja Technik und Shops erstellt. Klickt da drauf und schon ist er dafür zugeteilt. So einfach ist das. Ja, hin und wieder solltet ihr eure Leute auch mal, ich klicke jetzt mal alle hier oben an, auch mal zur Fortbildung schicken. Das macht ihr hier mit dem Pfeil und dann kriegen sie den zweiten Stern. So, wenn sie nicht ganz, wenn sie nicht absolut immer unzufrieden sind, pusht sie hoch, aber denkt dran, das geht ins Geld. Ja, ich mache das jetzt nur, weil wir schon 26.000 haben. Ist eigentlich auch noch viel zu früh. Ach, jetzt kommt der hier. So, und immer schön die VIP-Gäste begrüßen im Franchise-Modus, weil dann kriegt ihr immer 20 Arterhaltungspunkte. Also, ich glaube, bis zu 5 Leute, die ihr grüßen könnt. Was macht die denn hier drin? Du sitzt hier rein. Können die damit drin laufen? Das, warte mal. Halt, stopp. Macht denen das gar nichts aus? Dann könnten wir hier die Schildkröten mit reinsetzen. Läuft hier schon eine rum? Nee, ne? Das wäre ja auch mega. Wenn die sich vertragen. Viele Gäste, dass die Tickets günstig sind. Ja, wir können die Tickets wieder so hoch machen. Ich mache immer so in 1-Euro-Schritten, so Stück für Stück, damit es nicht zu teuer wird. Stört ihn das jetzt oder stört ihn das nicht? Ah, guck mal, die brauchen... Die haben zu viel Erde. Wenn wir das irgendwie anpassen können, das wäre ja mega. Die sind nämlich ziemlich friedlich, die Ameisenbären. Und... Guck mal hier. Und die brauchen natürlich ein bisschen mehr Sand. Dann können wir hier ein bisschen... Oh, was mache ich hier? Was mache ich hier? Was mache ich hier? So. So zum Beispiel, würde das denen denn noch stören? Nee, guck mal, das würde ja passen. Aber der Platz, ne, der ist halt nicht ganz so groß. Aber schau mal, das ist ja... Das ist doch mega gut. Dann brauchen wir für die Galapagos-Schildkröten einfach nur noch ein paar Sachen hier zum Spielen und so. Ich ändere das auch gleich im Arbeitsbereich nochmal um. Das ist ja gut. Das ist ja richtig gut. Wo füttern wir die denn? Hier. Hinten auch ein bisschen, damit die nicht verhungern, weil die haben ja schon ziemlich weiten Weg. Deshalb sollten wir das schon ein bisschen verteilen hier, dass die auch wirklich überall fressen können. Und dann werde ich drüben auch noch mal ein Trinkdings hinstellen.
das war ein bisschen zu hoch. So. Das finde ich gut. Gut, 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 gut. Wenn es denn passt, heißt das. Miguel und wie heißt der eigentlich? B200. Ich nehme die Chantal. Die sind glücklich, ne? Also es scheint ja nicht zu stören. Ja, manchmal wirkt das Wunder und dann kann man irgendwelche Tiere zusammensetzen und es passt. Finde ich super. Dann machen wir... Entschuldigung. Dann machen wir hier natürlich noch Infotafeln hin. Das scheint ja echt gut zu gehen. Das ist ja mega. Und hauen hier einfach mal die Galapagos noch mit hin, ne? Ist doch nice. Okay. So, mit X können wir das einfach wieder so in die so verschieben halt, ne? Ihr könnt aber auch, warte, ich nehme es nochmal. Also mit Y drehe ich es. Ihr könnt auch Y gedrückt halten und es separat mit einem Ausdrehen. Mit der Shift-Taste könnt ihr hoch und runter scratchen. Und mit der STRG-Taste könnt ihr dann so auch nochmal. Aber das ist eigentlich Blödsinn. So, und demnächst nach dem Update gibt es dann noch eine Option. Das zeige ich euch, wenn das Update da ist. So, Galapagos und dann müssen wir den Arbeitsbereich nochmal ändern. So, das ist so richtig nice. Richtig nice, das gefällt mir so gut. Und zwar gehen wir dann wieder auf Mitarbeiter, Arbeitsbereich. Da haben wir ja hier den großen. Den können wir erstmal löschen, den Arbeitsbereich. Und große Ameisenbären bearbeiten wir einmal und schreiben hier Ameisenbär und Galapagos. Tut mir leid, wenn ich es falsch schreibe. Und Riesen-Schildis, so. Kein Mitarbeiter im Arbeitsbereich. Hä? Wieso nicht? Kein Arbeitsbereich, dann machen wir hier zwei Mitarbeiter rein, weil sind ja auch zwei Tiere drin und dann sollte das auch gut sein. So, wie ihr seht, haben die jetzt hier ihren zweiten Stern. Er ist untätig. Na gut, dann nehmen wir ihn halt wieder raus. Ach, das ist ein Techniker. Guck mal, ich habe ganz falsch geguckt. Große Ameisenbären. Ja, mehr brauchen wir ja gar nicht. Tierpfleger, können wir einen wieder rausnehmen erstmal. Einrichtung ist ausgefallen. Wir haben einen Skorpion 1211 und Enigma ist bei mir drin. Enigma war schon öfters bei mir drin. Ja, dann haben wir hier noch Platz für weitere Tiere. Sehr schön. Und wir haben schon 30.000. Ja, so einfach geht das. Ne? Dann setzt man die einfach zusammen und gut ist. Wo sind die denn alle? Sieht aus wie ein Stein. Wo sind die Galapagos? Hier ist eine, die badet. Wo ist denn der andere? Da. Okay. Ja, nice. Wer hätte das gedacht? Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ja, ihr Lieben, das ist schon mal... Na, ihr seht, wir sind schon bei über 30.000 und das, obwohl ich eigentlich gar nicht viel gemacht habe und die Zeit auch nicht vorlaufen lassen habe. So, was packen wir hier rein? Das ist wieder eine andere Frage, ne? Keine Ahnung. Schau mal. Und wenn die Babys kriegen, könnte das auch nochmal ein Platzproblem geben. Aber wir können ja den Weg hier quasi, wir könnten das hier noch ausbauen, ne? Das könnten wir machen. Ja, irgendwie kriegt man das hin. Aber was packen wir hier hin?
Krokodile? Nee, finde ich nicht so passend. Die ollen Faunen. Nein, keine Faunen wirklich. Darmhirsch, Dingo. Dingos sind auch gefährdet, aber die brauchen so viel Platz. Hm. Erdmännchen sind nicht gefährdet. Auch die kleinen süßen Phoenix, aber dafür ist es wieder zu groß, glaube ich. Oder sollen wir Phoenix hier reinpacken? Grad 2, 1,5 Meter. Da müssen wir das, glaube ich, alles ein Stück höher machen. Klitzekleines Stück. Dann packen wir hier Phoenix rein. Ich liebe Phoenix. Dürfte doch eigentlich... Warte mal, wie viel Platz brauchen die? Nehmen wir mal 4 Stück. 2, boah, das müsste reichen. Das müsste auf jeden Fall reichen. Ja. Gut, dann schauen wir mal, ob wir Phoenix bekommen. Wetten, die kriegen wir wieder nicht. Achso, ich habe falsch geguckt. Müssen natürlich auch oben gucken. Oh, wir kriegen welche. Den nehmen wir schon mal. Ah, Immunität gefällt mir nicht so. Die werden dann krank. Den können wir... Oh, wir haben hier Tiere verkauft. Wir können ja richtig rein. Aber die werden nicht sehr alt. Deshalb würde ich eigentlich ungern so viele hier ausgeben wollen. Mal sehen. Wie viel haben wir denn jetzt? 2, ein Pärchen. Oh ja. Sie ist sehr günstig. Das gefällt mir. Dann brauchen wir noch ein Männchen. Boah, es ist echt eine Frechheit, ey. Aber ich würde die auch so teuer anbieten, demnach. Nur es ist eine Frechheit, wenn ich welche haben will. Nehmen wir den hier, komm. Scheiß drauf. Was kostet die Welt? Wie kaufen sie uns? So, 2 Mädels. 2 Mannequins. Die kommen jetzt rein. Und natürlich müssen wir wieder einen Arbeitsbereich erstellen. So, machen wir das Ganze nochmal. Fennec. Mit S. Phoenix und ein Mitarbeiter, den wir noch frei haben, der kommt auch bei den Phoenix rein. Sehr schön. Aus meiner Erfahrung habe ich auch gemerkt, wenn ihr mehrere Tiere in einem Gehege habt, gibt es meistens Probleme mit den Pflegern. Oh, guck mal, wie klein die sind. Ja, für ja. Oh, hawa, hawa. Jetzt ist aber Polen offen. Oder wie sagt man so schön? So. Felix. So ein kleiner Bau wäre ja eigentlich schön für die, ne? Brauchen die so einen riesen Unterschlupf? Das ist schon groß. Wenn ich das so mache, ich habe echt noch keine Lust zu bauen, ne? Auch das muss ich euch ja sowieso dann irgendwann zeigen. Und die sind so lieb, die sind so klein. Die haben also mehr als genug Platz. Ist ja gut, Schätzelein. So, die brauchen natürlich auch viel Sand. Das machen wir. So, so einfach ist das. Ja, ein bisschen dunklen Sand draufpacken. Okay, jetzt wird der Platz schon.
schon ein bisschen enger, aber das sollte noch hinhauen. Was schreist du da rum? Hä? Beißt dich der Flo? Mache ich mal so und dann kriegen sie natürlich noch ein bisschen Spielzeug hier hin. Ein bisschen aufs Geld mit achten. Kriegen sie ihre Disco-Kugel. Kriegen sie auch, komm, kriegen sie noch eine. Ein paar Blubberbläschen. Können wir nicht da hinsetzen? Warum nicht? Blubberbläschen geht nicht. Gut, lassen wir das weg. So. So, das haben wir ja schon mal. Dann können Sie noch ein paar Pflanzen kriegen. Ja, die Tickets sind sehr günstig. Kümmern wir uns gleich drum. Mit der ich alles auf einmal machen. So, Afrika, Biom. Und wenn ihr hier meine Pflanzen, wenn ihr die Pflanzen setzt und hier ist so ein bisschen rot, macht euch nichts drum. Es stört eigentlich gar nicht. Freut die sich denn so? Oder ihr? Ja, das Video ist schon wieder so mega lang. Also, Lieben, ich glaube, ich mache hier wieder so einen kleinen Cut. Hoffentlich kommen die dann nicht. Drüber. Ja, ich mache hier wieder einen kleinen Cut und werde das Gehege wieder vollbauen und dann sehen wir uns in Folge 3 wieder. Bis dann. Ciao. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, naja, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so. Ich mache euch ein Tutorial, kein Problem. Wenn ich denn davon Ahnung habe, heißt das. Bis bald.